Hier ist die Harke, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Jörg Nierzwicki und dies sind die Themen für Mittwoch, den 9. August. Der Nienburg Service belebt seine Heimatkundenaktion neu. Künftig gibt es monatliche Verlosungen. Die Resonanz ist wirklich positiv, sagt Vorstandsmitglied Bettina Menke. Die Flüchtlinge Rudi Mohammed, 19, und Ismail Ago, 23, aus Syrien, sowie Sekou Diarre, 22, von der Elfenbeinküste, machen eine Ausbildung beim Autohaus Schlesner in Nienburg. Was der Job für sie bedeutet, erzählen die drei am Mittwoch in der Harke und Chef Frank Brümmer erklärt, wie das Unternehmen von den Azubis profitiert. Seit Monaten wird die Ortsdurchfahrt in Rehburg mit großen Behinderungen saniert. Jetzt kommt eine weitere Baustelle hinzu. Noch im August soll die K10 in Richtung Winslar saniert werden. Zum Sport. Alice Lange ist deutsche Vizemeisterin im 1500 Meter Hindernislauf. Bei den nationalen Titelkämpfen der Leichtathletik-Jugend in Ulm erkämpfte die für den VfL Löningen startende Nienburgerin die Silbermedaille in ihrer Altersklasse U18 mit einer Endzeit von 4 Minuten 58,79 Sekunden und krönte damit eine äußerst erfolgreiche Saison. Die A-Jugendhandballerinnen der HSG Nienburg um Paula Klaasen feierten beim Turnier Dat Welige Rot einen an Souveränität kaum zu überbietenden Sieg. Damit gelang eine verkappte Titelverteidigung. Schließlich gewannen die damals noch ein Jahr jüngeren HSG-Mädchen im Vorjahr kaum minder souverän den Pott bei den B-Juniorinnen. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Harke am Mittwoch oder unter www.dieharke.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter der Quellenangabe Die Harke weiterverbreitet werden.